Zu Beginn des 24. Spieltages in der Fußball-Bundesliga gab es einen weiteren Dämpfer für den FC Bayern. In Freiburg stand es am Ende 2:2. Kurz vor Ende erzielten die Breisgauer noch den Ausgleich gegen das Team von Thomas Tuchel. Und damit endete die erste Partie unter dem neuen Sportvorstand des Rekordmeisters Max Eberl enttäuschend. Tabellenführer Leverkusen könnte mit einem Sieg morgen im Rhein-Derby gegen Köln seinen Vorsprung auf die Münchner weiter ausbauen.